Hi, herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und herzlich willkommen zu Leo kann jetzt seit gestern meckern. Er hat angefangen zu murksen und zu maulen. Es ist jetzt sein neues Ding. Ich hoffe, dass es nicht zu lange macht, aber bin ich ganz optimistisch, weil die Männchen bisher immer weniger sich gemeckert haben als Weibchen. Die meckern ständig, nur so als Anmerkung. Gut. Ja, auf jeden Fall, was ich heute euch erzählen möchte, ist der erste Teil von einem Zweiteiler, nämlich der erste Teil ist meine Filme und Serien, die ich total toll finde und die ich total gerne mag und die ich regelmäßig auch gucke, wenn es möglich ist. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, Filme und Serien, auf die ich mich mega gefreut habe, wo ich richtig so wuhuhuhu war und die dann total scheiße war. Okay, aber jetzt erstmal zum Positiven. Eigentlich sollte ich jetzt erstmal mit dem Negativen anfangen und dann aufs Wochenende mit was Positivem enden. Gut, umgedrehte Reihenfolge. Tut mir leid, ich habe nur gerade anders überlegt. Mama hat auch genickt, also geht's durch. Also, ein Film, auf den ich mich mega gefreut habe, was aber erst nächstes Mal am Freitag Sinn ergibt, ist Illuminati. Das ist die Fortsetzung von der Da Vinci Code und da habe ich mich mega drauf gefreut. Ich habe gehofft, es wird ein super mega toller Film. Der Trailer war so wow, bombastisch und der Film war dann so meh. Also ich weiß nicht wieso, aber ich bin mit dem Film nicht richtig warm geworden. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht so gut wie der Da Vinci Code. Natürlich, vielleicht lag es auch daran, dass er dann nicht mehr so verboten war beim ersten Mal. Das werdet ihr aber am Freitag verstehen, was ich damit meine. Ja, dann der zweite Film und jetzt sehe ich schon den Lynchmob, der vor meiner Tür steht, weil total viele Leute sagen werden, wie kann ich es wagen, das zu sagen. Aber ich fand den sechsten Teil von der Harry Potter Saga, also der Halbblutprinz, ja ich glaube so ein Halbblutprinz, aber auf jeden Fall, den Film fand ich total scheiße. Tut mir leid, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie fand ich, der Film war wie ein Wasserhahn, der zu lang offen ist. Es tropft nach, aber es ist halt nicht wirklich mehr nass. Eigentlich mag ich es ja lieber, aber es war jetzt so ein Bildnis. Ich mochte da nicht, dass der Film irgendwie so, für mich kam es irgendwie sehr oft so rüber, als ob sie da versucht hätten, Zusammenhänge im Film zusammenzustellen, die dann aber nicht gegeben wurden. Viele Dinge, die im Buch vorgekommen sind, sind dann aber im Film nicht erwähnt worden, was wiederum dem Film wahrscheinlich viel mehr Kontext gegeben hätte. Und das Spiel Harry Potter und der Halbblutprinz, das habe ich ja absolut als meiner Lieblingsspiele, weil das ist echt top, aber der Film, der war einfach für mich nur ein Flop. Dann der nächste Film, bei dem ich sagen muss, ich war richtig enttäuscht. Das okay, ich sehe schon den nächsten Lynchmob. Flucht der Karibik 3. Nee, wartet mal. Ich glaube, es war vielleicht 2 oder 3, aber auf jeden Fall das, bevor das kam mit Davy Jones. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil es ist schon eine ganze Weile bei mir her, dass ich die geguckt habe. Aber den Film fand ich nicht gut. Den ersten fand ich super. Den mit Davy Jones fand ich auch gut, aber ich finde, seitdem nimmt diese Filmreihe immer mehr an Story ab und irgendwie wirkt es immer viel mehr unlogisch und viele Sachen sind so an den Haaren herbeigezogen und ja, irgendwie hat mich danach keiner mehr so richtig gepackt. Ja, dann wenn wir zu diesem Thema sind, wenn wir bei Fluch der Karibik sind, können wir auch den nächsten Johnny Depp-Film gleich zerreißen. Also, ein Film, den ich einerseits nicht mag, also nicht wundern, der kommt nämlich in derselben, er kommt in beiden Listen vor und andererseits sehr mag, war die Geschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich habe den Film gemocht, aber ich habe ihn auch nicht gemocht. Warum ich ihn nicht gemocht habe, war, mir ist immer so auf den Keks gegangen, dass diese ganzen Kinder irgendwie gestraft wurden und ich mir dann irgendwie immer gedacht habe, eigentlich haben Kinder es nicht verdient, dass sie bestraft werden, nur dafür, dass sie Kinder sind und eben gerne was erleben möchten. Und natürlich ist mir klar, dass das eine oder andere Kind in dem Film voll verzogen war. Es ist jetzt wirklich nicht so, aber diese ganzen Bestrafungen fand ich einfach blöd, weil ich fand, dass es eine falsche Message ist. Nämlich, du machst was Falsches und du wirst sofort bestraft auf die schwere Art. Das fand ich einfach in dem Punkt nicht gut als Message.
Noch so ein Film, bei dem ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft habe, natürlich, war, jetzt warte mal, ich muss gerade überlegen, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ein Film, eine Serie, auf die ich ewig gewartet habe, wo ich mega enttäuscht war, war, ich habe voll lange auf die zweite Staffel von CSI gewartet. Nee, tut mir leid, die war auch nicht gut, aber die zweite Staffel von Emergency Room, auf die habe ich voll lang gewartet, weil ich habe damals die im Fernsehen angeguckt und dann kam immer Wiederholung erst von der ersten Staffel und ich habe es mir damals eben, da war es schon der 50. August, aber ich habe es dann eben das erste Mal gesehen und ich war von der ersten Staffel so voll gehypt und habe so gedacht, boah, die ist toll, das ist eine voll coole Serie. Und ich habe mich auch für das Medizinische interessiert und dann in der zweiten Staffel habe ich mir so gedacht, ja, nee. Die dritte ist dann wieder gut geworden und danach ist dann auch wirklich wieder super. Also wirklich jede Staffel war besser und als dann die 15. kam und abgesetzt wurde, war ich echt traurig, muss ich zugeben. Aber ja, die zweite, die war irgendwie in meinen Augen nicht gut. Dann, ich hol die Kinder. So lange rede ich auch noch nicht, dass man schon dieses Review-Teil machen muss, bei meiner Mutter. Ja, jetzt ein Film auf jeden Fall, auf den ich mich auch mega gefreut habe, war The Adventures 2, das Alt of Ultron oder Ultron irgendwas auf jeden Fall. Und ja, der Film fand ich dann auch nicht mehr so gut, weil ich fand, dass die Charakter irgendwie nicht mehr so klar zu unterscheiden waren und dass viel zu viel auf Klischee aus war. Ja, das waren auf jeden Fall so ein paar der Filme, die ich so überhaupt nicht leiden konnte und war auch so ein paar Gründe, warum ich die nicht so toll fand. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Da kommen dann die Filme, die ich total geliebt habe und die ich immer wieder gucke. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche noch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Filme habt ihr überhaupt nicht leiden können und warum vor allem. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis Freitag. Ciao!